Liebe Leserinnen und Leser, ich bin in Mannheim, es ist Sonntag, mal wieder viel zu spät, aber ich versuche trotzdem zur Buchmesse noch zu kommen und habe mir noch eine interessante Sache ausgedacht. Mal schauen, ob es klappt. Ich habe hier in Mannheim was Erstaunliches festgestellt. Ich verstehe die Lautsprecher nur, ich sage. Meistens zumindest. Damit wäre dann mein Hoch nur noch teilweise gültig, aber ich nehme an, da ist nur was kaputt und das wird bald repariert. Ne? Ich schreibe ja nicht nur Hartz IV, ne? Und es fand ja auch sowas, ne? Ansonsten, die Aktion, die ich mir heute überlegt habe, bezieht sich auf den Herrn, Hubertus Heil. Und es gibt ja einen Stand der Bundesregierung, auf der Frankfurter Buchmesse gibt es einen Stand der Bundesregierung. Und da wollte ich gerne mal ein Geschenk an den Herrn Heil abnehmen, nicht wahr? Und ein schönes Dreierpack und mit allen drei Büchern und direkt von mir an ihn. Ob das ankommt, keine Ahnung. Mal sehen, ob es klappt. Ansonsten nichts. Wahrscheinlich nach Fotos und erstmal alles Gute und tschüss. Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitmenschen, ich melde mich am Sonntag mal so zwischendurch von der Buchmesse, immer noch Buchmesse und immer noch in Frankfurt. Der Tag ist noch nicht rum, mal schauen, da mache ich noch ein paar Fotos. Aber es gab schon ganz interessante Dinge. Insbesondere habe ich ja versucht, am Stand der Bundesregierung mein FIFA-Paket abzugeben für Herrn Hubertus Heil, den Arbeitsminister. Und da habe ich eine sehr interessante Antwort bekommen. Nämlich zunächst hieß es, nein, das geht nicht, der gehört nicht zu unserem Hause. Überschrift Bundesregierung. Wie gesagt, ich habe dann etwas erstaunt gefragt, ob der Hubertus Heil wirklich nicht zur Bundesregierung gehört. Darüber dachte man dann ein wenig nach und meinte dann doch, das wohl schon, aber ich sollte das doch mit der Post schicken an das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Und ich sprach darauf hin, nun, hier ist die Buchmesse, jetzt ist die Bundesregierung einmal direkt vor Ort. Na, wäre es doch schade, wenn ich Ihnen das nicht geben könnte. Und ich zog dann schnell einen 20-Euro-Schein aus der Tasche, legte ihn auf die Bücher und sagte, falls Sie Unkosten, Portokosten oder dergleichen haben, nehmen Sie bitte diese 20 Euro dafür. Die Dame dachte wieder eine Zeit lang nach,
lehnte dann aber die 20 Euro doch ab und entschloss sich todesmutig, mir zuzusagen, dass das Buchpaket weitergeleitet wird. Ein Foto lehnte sie aber ab, eines, was ich ihr, ich frug natürlich, ob ich das darf, sie schien nicht zu verstehen. Ich machte ein Selfie, daraufhin verstand sie und bestand natürlich auf einer Löschung vor ihren Augen, die ich selbstverständlich als guter Bundesbürger sofort ausführte. Ich habe aber vorher und nachher ein paar Fotos gemacht und wollte euch das nur gleich mal berichten. Alles andere dann im Foto. Vielen Dank, alles Gute. Live long and prosper. See you.